Hier müssen wir wirklich mal aufräumen. Ach, toll, ja. Ja, dann mach halt. Weil wir ja auch hier vorrennen können. Ich muss näher ran. Die ganz hinten brauchen wir ja nicht. Wir brauchen ja nur hier. So, daran muss ich denken. Das darf ich nicht vergessen. Komm du mal mit dazu. Dann können wir hier mal eine Reihe stellen. Halten uns noch eine Option mit Heile offen. So, ein Schnauzeknopf. Der ist schon weg. Dann nehmen wir uns den nächsten. So rum. Und so rum. So rum. Dann legst du dich hin. Dich brauchen wir sowieso, das ist kein Problem. Wir können uns ja so auch noch hochheilen. Passt. Wackelt. Hat Luft. Warte, 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 warte. Jawohl, jetzt. Kann ich mich jetzt nochmal richten. Den Vorplatz müssten wir schon mal leer machen. Aber da schwankt mir Böses, wenn die hier schon durchkommen, wird das lustig. Da werde ich wohl ein paar Mal in die Knie gehen. Ich war auch schon lange nicht mehr hier drin. Ich weiß nicht, ob auch das Event richtig funktioniert. Ich hoffe mal. Nee, den nimmst du, der kann heilen. Lass den da hinten mal rumschießen, wie er will. So. Ist schön, du hörst das Geräusch noch vom Cast und der ist schon wieder voll. Da legst die nieder. So, dich haben wir gespottet. Hier drücken wir das und das. 17 Minuten Restzeit. Ja, und ich kann auch. Na gut, ich hätte einen Spott vordrücken können. Dann können wir uns nochmal hinsetzen und trinken. Genau, bevor wir da hochlaufen. Zitrin! Ja, brauchen wir alles eigentlich nicht mehr. Ein Silber! Gut. Lass drin. Ja, was haben wir, was haben wir, was haben wir, was haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Auf geht's. Da haben wir den Henker und der gibt dann den Schlüssel, damit du die Kollen da hinten rausholen kannst. Fump und fump. Nochmal richten und dann auseinander schmeißen. Jawohl, da ist ein Henkerschlüssel. Mit dem Henkerschlüssel, hier kommst du hoch oder von hinten kommst du auch hoch, kannst du dann hier aufschließen. Dann kommen sie alle raus. Wenn du Unteroffizier Blei anredest, kannst du gleich die gewünschte Route machen. Aber du solltest den Ingenieur Wiegel Lunte ansprechen, damit er hier oben erstmal aufmacht. Jetzt müssen wir sie hier erstmal beschützen. Da kommen ab und zu mal Mobs. Ab und zu mal ein Elite, wie hier. Und hier hebe ich mir einfach mal auch die Weihe auf. Die machen mit, wenn du die Mobs hoch genug ziehst. Da siehst du schon. Aber man sollte hier auch ein bisschen aufpassen, dass die nicht umfallen. Das wäre dann schlecht fürs Geschäft. Immer schön Weihe. Ah, hier wird es schon kritisch. Also hier kommen sie jetzt auch schon zu schnell und zu viel. Hier kommen sie ins Einzelnen. So schnell hast du da unten den Raum nicht leer. Außer du pulst selber. Weil wenn man unten reinspringt, pullt man gleich in der groben Keller. Pullt ziemlich weit hinten, dann geht das auch. Gut, das ist schon ganz schön knackig hier geworden. Hinsetzen, trinken, das macht mehr. Hier kommen nämlich gleich die nächsten. Siehst du?
Da ist noch ein Non-Elite. Lass den durchlaufen. Ziehe die Wechsel. So. Und dann müssen wir schon wieder auf den ersten Elite. Und Weihe. Aber es sind normalerweise auch nur 2, 3 Wellen. Von denen hier. Was ist mit dir los? Dann müssen wir das mal so machen. Gleich mal eine Weihe stellen. Ich hoffe, die... Komm. Ja, genau so. Die steht gut. Jetzt wird's kritisch. Ich brauche einen göttlichen Sturm. Ich brauche eine Heilung. So, ich brauche das. Genau, dann kannst du nochmal auf Heilung drücken. Sagst Mana. Und dann haben wir noch ein paar Reserven da. Und jetzt kommt da unten die letzte Welle. Und die gehen nämlich dann auch schon runter. Dann holen wir uns mal den hoch. Da unten sind nämlich 2 Bosse. Und vorher will ich die hier aber alle erstmal weg haben. So. Dort läuft. Schlecht. Du bist hier? Habt ihr noch irgendwas, was ihr behagt? Nee. Wow. So. Sollte ich jetzt beide haben? Jo. Das ist nicht so angenehm. Aber funktioniert, funktioniert, funktioniert. So. Bevor sie sich wegporten, musste mit ihm reden. Ich hoffe mal. Kannst du? Schön, dass ich helfen konnte. Gut, ich bin so, bin bereit. Dann lauf weg. Spreng die Tür auf. Ich hoffe mal, die porten sich jetzt nicht vorher weg. Auf jeden Fall müsste ich mich mal voll machen. Ein paar Sekunden hast du Zeit. Die fangen normalerweise auch an, sich zu porten. Der hat offen. Okay. Dann kannst du mit ihm sprechen. Dann wird er nämlich aggro. Dann werden alle aggro. Genau. Und dann gibt es extra Loot. Mach dich mal voll vorher. Der einzige, der jetzt weg ist, ist der Ingenieur. Und für ihn haben wir jetzt Zeit. Oh, steckt ganz schön was ein, wa? Der hat eine gute Rüstung. 18.000 HP. Jawohl, immer drauf. Heilung brauchen wir bei dem nicht. Zumindest nicht großartig. So. Und dann haben wir auch die Wunsche-Mato-Route. Die ziehen wir jetzt hier mal zusammen, die beiden. Entkommen. Mhm. Schlecht. Dann nehmen wir nur den. Dann probieren wir die. Genau. Die Krähe. Dann haben wir nochmal ein extra Loot. Da drauf und da drauf. Und ja, lass liegen. Krieg ich dich jetzt? Ne. Guckst du irgendwo hin? Ich kann dich auch nicht anschlagen. Macht nichts, ich komme auch nicht in Fight. Übrigens ist das eine von den wenigen Instanzen, die hier unter freiem Himmel sind. Du kannst ja dran reiten. Hier geht's hoch zu den beiden Endbossen. Oder der Endboss in dem Sinne. Wir müssen uns hier nochmal buffen und buffen und. Genau, dann machen wir die. Na komm. So rum. Muss natürlich auch in die richtige Richtung gucken. Ah, ich will gerade richten. Mist. Plunderkisten werden wir verkaufen. Schlitzmesser, jawohl, Wünsche, Matu, Route. Was fehlt uns denn noch? Tiara, die zweite Schrifttafel, Gazrilla. Ja.
Ja, 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 ja. Ich weiß gar nicht, wer die zweite droppt. Wir haben noch hier alles gelegt bis jetzt. Diese Wüste ist so, dort und dort und dort und dort und dort und dort und dort. Dann nehme ich hier mal vorsichtshalber noch eine Heilung, hebe mir den göttlichen Sturm auf. Sollte jetzt sowieso etwas weniger Schaden, dann kommen. Bam, 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 ding dong. Wir haben Zufahrer. So, und da liegt auch der zweite. Große böse Schulterstücken. Oh, die sind so cool. Die sind wirklich cool. 12 Stärke, 12 Ausdauer und 8 Crit. Haben auch weniger Rüstung. Die Beweglichkeit könnten auch die 8 Crit ausmachen. Wie sehen sie denn aus? Na, da. Schick. Deswegen werden die gerne getragen. Bam, 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 bam. So. Hier geht's noch weiter rum. Hier ist dann um die Ecke auch noch die Tiara der Tiefen. Nein, ich mache jetzt nicht wieder die Map auf. Hier ist dann Götzweller auch noch. Und Funk, gute Nacht. Hier auch ein bisschen aufpassen. Rechts rum die Gruppe, die ist schon ein bisschen größer. Eine der größten Gruppen hier überhaupt. Da könnte es dann auch schon knackig werden. Haben wir den Hammer? Damit ist damit schon mal die Chance weniger, dass er wegrennt. So, und vor allem auch ankommt. Tiara. Zweite Schrifttafel. Hier haben wir es doch. Zack, komm mal her. Nö, du hältst jetzt mal nicht. Du fällst einfach mal um und gibst mir die Tiara der Tiefen und die Schrifttafel. Den Seidenstoff packen wir runter. Ach ja, wenn wir hier schon den Stack voll haben. Dann nehme ich dich noch mit dazu. Hier laufen aber viele Pats rum. Das ist mir jetzt ein bisschen schleierhaft. Kenne ich so nicht. Aber mehr Mobs, mehr Loot. Muss nur schneller umnatzen. Hängen die zusammen? Nee, hängen sie nicht. Das ist gut. Wir haben es fast geschafft, ist nicht mehr weit. Die bräuchten wir dann normalerweise nicht. Hier steht nämlich manchmal die Tiara drin. Aber wir machen sie. Und zwar so. Und ja, gleich so. Dann habe ich schon mal einen Brock als Reserve. Du machst das nicht, du machst das so. Wir gehen auf dich und nutzen den. Drehen uns mal im Kreis. Wieso? Ach, das ist ein Seelenjäger. Da hat irgendwas anderes gut gebrockt. Und dann das und das und... Ja, dann haben sie sich alle hingelegt. Die sind müde also. Kann man ja auch mal verstehen. Hier ist es warm, hier ist eine Wüste. Nutzt den Brock, jawohl, bevor er abläuft. Da haben wir doch schon wieder den nächsten. Und was braucht man denn jetzt noch? Hier drüben steht nur noch Godzilla, jawohl. Und es ist auch nur noch Godzilla. Um den zu beschwören, brauchst du hier den Gong von Zul'Farrak. Und da musst du mit dem Schlaghammer von Zul'Farrak draufdreschen, den wir uns aus dem Hinterland besorgt haben. Jo, Blitzheilung mach dich mal voll. Und so kann ich wenigstens nochmal zack und zack. Hinterland kennst du. Hier musst du erstmal in den Tempel, also Altar von Suhl, den Hammer looten, dann hier bis ganz hoch und dann kannst du nach oben auf dem Amboss weinen, auf dem Schrein oder wie sagt man da? Genau. Und dann hast du diesen blauen Schlaghammer und mit dem kannst du dann hier ganz wieder rufen, beschwören.
So, und dann den noch und den noch und da legt sich der nächste nieder. Achso, hier Thema Reiten nochmal, wenn du hier dann natürlich durchreitest, ne? Immer dran denken, das ist eine Instanz. Auch wenn du hier drinnen reiten darfst, die Mobs kommen mit bis nach ganz vorne. Da sollte auch keiner, also wenn ihr alle durchreitet, sollte keiner zu weit vorne weg reiten. Wenn die Mobs dann resetten, die greifen automatisch den nächsten an, der dort in der Nähe kommt, ne? Die schaffen es meistens nicht mehr durchs Tor zu hüpfen. Jaja, war damals schon besonders spaßig. Kommen die mir in die Quere? Eigentlich nicht. Ruf mal. Da ist es. Ich komm schon rein, brauchst nicht rauskommen. Ich komm schon rein. So. Und so. Und du kannst mal poppen. Och, so habe ich doch ewig dran rum. Oh, apropos Brock, den brauche ich jetzt so. Der macht ja Damage. Verdammt, Axt, der kämpft unfair. Schachkopf. Deswegen solltest du auch drinnen bleiben, wie du siehst hier. Das könnte draußen wehtun. Ja, komm, dann gib meine Heilung her. Jetzt darfst du nochmal brocken. Ach komm, dem haben wir gleich mal das ins Gesicht und das ins Gesicht. Und dann haben wir das auch. Ach, rauskommen wir nur da vorne, ne? Hm, Mist. Eine schwarze Perle, jawoll. Haben wir zwei Stacks fertig? Wow, knapp. Nee, das brauchen wir da. Fangzahn, ein Dolch von Geizrilla. Yep, Inventar ist auch noch relativ gut leer. Jo, hier haben wir nichts mehr. Sind alle Quests fertig. Rauswärts boxe ich mich nicht. Ich reite raus. Nein, zeige ich jetzt nicht. Brauchen wir nicht. Und wir sehen uns bei der Questabgabe gleich mal in Gatgezahn Quantensprung. So, hier sind wir jetzt beim Tranreck und können die Panzerschalen abgeben. Jawohl, 609 Quests. Und reiten hier einmal im Kreis. Da können wir auch gleich mal verkaufen, verkaufen. Ein paar Sachen habe ich schon rausgepackt. Damit wir die nicht hier drin herumfliegen haben. Raus, raus. Raus, 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 raus. Den Stoff habe ich auf die Bank gepackt. Den Rest habe ich ins Auktionshaus gepackt. Das brauchen wir auch nicht alles zu versuchen zu verkaufen. Jawohl, 22G eingenommen. Und dann geht es hier weiter. Troll aus Hertha. 20 Stück. Bitteschön. Hatte ich eins von den Schwertern getroppt beim Endbossen? Ach, ich habe gar nicht geguckt. Da gab es früher mal zwei einzelne Schwerter. Die konntest du zusammenfügen zu einem noch viel besseren Schwert. Ich habe das noch nie gesehen. Naja, egal, Chance verpasst, hätte ich aufpassen müssen. Wünsche Mato-Route. Entweder den Ring für 70 Silber oder den Kopf für 88 Silber. Dann nehme ich den Kopf. Ja, ja, dir auch, dir auch, dir auch. Und wir machen nochmal einen Quantensprung. Jetzt erstmal hierher zum Strand. Prophezeiung, dann dahin, dann dahin, dann dahin, ne? Weißt schon Bescheid. Bis gleich. So, wir sind mitten im Anred auf den Yekinja-Yogi sozusagen. Ja, ihr habt da was für dich abzugeben. Oh nein, bringt das uralte Ei zu Kinyan nach Tanaris? Das uralte Ei. Tief verborgen in Jinta Aloha, da wo wir den Hammer her haben. Ja, machen wir auch. Ja, wir haben ja hier noch eine Quest und dann haben wir da noch eine Quest. Uraltes Ei. Das hast du aber jetzt nicht mit bei Zulfarak drin, oder? Nee, hast du nicht. Das steht für Hinterland. Jawohl, da machen wir das auch extra. Genauso wie hier das und die Escort-Quest genauso. Sollte ich vielleicht auch mal annehmen. Damit ich sie nicht vergesse, hier unten. Der dritte Ux, was wir dann noch Tanaris abgeben müssen. Oh ja. Und wir machen jetzt einen Quantensprung. Gazrilla, bis gleich. So, auch hier befinden wir uns wieder im Anrit auf hier Kojumpelwitzel.
Ja, da kannst du mir helfen. Hier hast du. Genau, danke schön. Und wir machen jetzt den nächsten Quantensprung hierher in die Düstermarschen zu Tabeta. Bis gleich. So, hier sind wir wieder bei Tabeta. Ich habe Rieseneier verkauft. Jawohl. Tabeta, hier hast du 2 Gold. Ach, kriege ich gleich beides. Jawohl. Dankeschön, Dankeschön. Hier haben wir auch alles fertig. Dann bleibt uns nur noch Meister Katrin in Senjin. Quantensprung. So, hier stehen wir vor Meister Katrin. Und dann gehen wir die Quest auch noch ab. Nein, die Beschwörung von Shatra. Nehmt dieses Pergament und lest es am Altar von Shatra an. Auch wieder mal im Hinterland, ihr seht das. Jawohl, mach mal. Mach mal. Aber, das ist auch Hinterland. Gehört alles nicht mehr zu Farag dazu. Wir sind durch. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen und Zuschauen. Dankeschön. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder zu World of Warcraft von Blizzard Entertainment. Patchstand Waddlekey auf dem Privatserver Rising Gods. Und dann, ja, was machen wir denn eigentlich? Silitus lass mal erstmal. Kochkunst lass mal. Uxen müssen wir machen und Hinterland müssen wir machen. Dort können wir dann in Gottgezorn wieder abgeben und dann können wir genau. Und das müssen wir ja hier wieder abgeben. Ach. Ein Zeugs. Ach nee, Apotheker Lüno nach Tarents Mühlen. Das wird ja noch lustig. Dann sehen wir uns im Hinterland wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.